Die kurioseste Geschichte, die ich bis jetzt als Trainer im Fußball erlebt habe, war, als ich beim FC Porto Trainer tätig war und es um den Aufstieg in die Landesliga ging, habe ich das letzte Spiel gegen den Tabellenzweiten, wir waren Tabellenerster damals gewesen, das war damals HSC, gespielt und mussten das Spiel mindestens unentschieden spielen, um aufzusteigen. Also das heißt, entweder der Erste musste gewinnen, um aufzusteigen, oder der Zweite musste gewinnen, um aufzusteigen. Der Dritte, der Verein heißt immer noch Neuland, musste gewinnen und hoffen, dass ein Unentschieden zwischen den beiden Vereinen HSC und Porto stattfinden und 15 Tore schießen. Lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich, wenn wir am Ende des Spiels steht 1:1 zwischen HSC und Porto. Und beim Spiel Neuland gegen Fatihsport steht es 9:0 in der 85. Minute. Und das Spiel wird abgebrochen, weil Fatihsport das Spielfeld verlässt. Nachdem unser Spiel abgepfiffen worden war und das Ergebnis bekannt war, wurde aus welchem Grund auch immer das andere Spiel wieder angepfiffen und innerhalb von 5 Minuten hat es Neuland geschafft, 6 Tore zu schießen und dadurch die 15, genau die 15 nötige Tore, um den Aufstieg zu schaffen, nachdem sie sowohl punktgleich als auch Tordifferenz gleich mit uns waren. Nur aufgrund der mehr erzielten Tore sind sie in die Landesliga aufgestiegen. Und wir waren natürlich nicht sehr begeistert darüber.